Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Und wie versprochen haben wir jetzt heute wieder den aktuellen Stand von Seven Worlds Wild. Wir sind bei Folge 9. Der Folgentitel heißt Code Yellow. Auf dem Thumbnail war Sabrina zu sehen. Ich bin sehr gespannt, was los ist. Code Yellow. Code Yellow heißt ja, jemand wird abgeholt. Also Code Yellow heißt nicht nur, oh, ich mache mir ein Medipack auf, mal gucken. Code Yellow heißt, hey, ich bin nicht in Lebensgefahr, aber ich muss hier in der nächsten Zeit bitte abgeholt werden. Es geht nicht mehr. Wir wissen, dass Nova auch hart am Struggeln war. Es ist bei Fritz und Otto die Flut gekommen, aber da war es noch okay. Fritz hat hier irgendwie so eine rote Stelle, einen fauligen Fuß eventuell. Bei Sascha macht auf jeden Fall der Magen Probleme. Wir haben viele Leute, die potenziell in Schwierigkeiten stecken könnten. Auf dem Thumbnail war Sabrina zu sehen und Nova hat ja schon angeteased, wenn es mir morgen genauso schlecht geht. Dann bin ich raus. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns eben gerade noch die Behind-the-Scenes-Folge von Dave angesehen. Schaut euch gerne meine Reaction an, die ist auch schon online. Da war es super interessant zu sehen, was während der Aussetzung, während alle in den Helis schon drin waren, waren auf einmal fremde Leute auf der Insel. Was dann schiefgelaufen ist, das haben wir uns angesehen. Das war super interessant. Und ja, jetzt haben wir hier also Folge 9, Code Yellow, Seven vs. Wild. Rein da. Tag 4, 3.15 Uhr. 3.15 Uhr nachts. Joris. Joris. So. Mein Shelter wird gerade komplett unterspült. Die Wellen gehen easy bis an den Rand. Ja. Ja. Der Bambusstab hinten rechts wird immer weiter weggespült. Ich habe keine Chance mehr. Gegen die Wellen bin ich aktuell machtlos. Ich muss morgen früh umziehen. Das ist bei wirklich allen Leuten auch das Problem, bei allen. Das Problem ist, ich habe keine gescheite Stelle. Die einzige andere Stelle, die ich mir gerade irgendwie halbwegs ausmalen kann, ist mitten auf dem Strand. Also punktuell genau die Mitte. Das Problem dabei, unglaublich viele Viecher. Unglaublich viel Zeug, das mich ankrabbeln wird. Und der Umzug wird sehr, ja, anstrengend. Ich habe noch keine passenden Hölzer. Alles, was dort jetzt ist, muss ich komplett mitnehmen. Das Dach muss ich komplett neu aufbauen. Das wird eine Tagesaufgabe. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust. Aber es muss sein. Krass, jeder muss irgendwie umziehen. Knossi ist schon hochgezogen, ja. Novas Shelter wurde komplett weggespült. Sie meinte, sie macht die Nacht durch. Bei Otto und Fritz, wie gesagt, sah es schon nicht gut aus. Ich bin gespannt, wie es bei Sascha und Sabrina aussieht. Ich kann so nachts nicht mehr schlafen. Mein Dach ist jetzt zwar trocken, aber das bringt mir auch nur was, wenn ich von unten kein Wasser abbekomme. Okay, Sabrina. Guten Morgen. Ich wollte eigentlich die ersten Aufnahmen heute in der Helligkeit machen, weil ich die beschissenste Nacht hatte, die Kacke. Ich hier bisher hatte. Oh, ihre Stimme hört sich nicht gut an. Ich habe die ganze Nacht gefroren, ich habe nicht geschlafen, es war ultra hart. Das wäre nicht mal das Problem gewesen. Aber diese Kälte, weil meine kompletten Klamotten die ganze Nacht wach waren. Und es ist jetzt kurz vor morgens und wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, hat es gerade wieder aus Eimern angefangen zu regnen. Aus Eimern. Also ich merke, so ein bisschen tropft es noch durch mein Shelter. Man sieht echt sehr wenig. Aber ne? Im Großen und Ganzen bleibe ich trocken. Ich werde mich jetzt wieder unter meine Regenjacke Krass, ihr Gesicht auch komplett nass. Und dann da warten und hoffen, dass es schnell aufhört und Tag wird. Also bei Sabrina die Kälte, das allergrößte Problem. Bei Fritz, ich bin gespannt, ist er auch noch umgezogen? Es fängt an zu regnen. Es klingt auch nach sehr, sehr starkem Regen. Oh ja. Jetzt wird sein Dach auf die Probe gestellt direkt. Ich bin gespannt. Bisher hält alles dicht.
Es kommt gar nichts durch. Also es wird auf jeden Fall hier und da was durchkommen. Wir haben ja schon ein, zwei kleine Löcher gesehen, Alter, letzte Folge. Geil. Und zu sitzen und zu wissen, dass es draußen gerade richtig schüttet und ich bleib einfach trocken. Ey, aber gut vor allem, wenn es so bleibt. Scheint dicht gehalten zu haben. Wieder ein heftiges Gewitter. Kurz einmal Hörspiel geworden auf einmal. Ah, okay, jetzt sehen wir wieder was. Krass. Oh ja, endlich Robert Mark Lehmann. Junge, endlich. Ich habe mich so drauf gefreut. Das war alles, worauf ich gewartet habe, auf die Auswertung der Bilder. Okay, wir haben hier eine coole Anzeige. Fritz, der tote Igelfisch, der wird noch gelten, denke ich mal. Ja, zählt. Oh, das ist eine super geile Animation. Gottesanbeterin. Eine Spinne, Vogelspinne. Oh, der wurde auch noch genommen, der Reiher hier, geil. Och, Junge, ich finde so cool, die Animation dazu. So geil gemacht, super cool gemacht. Krass, Fritz hat echt schon, jetzt schon 4 von 5. 4 von 5 wahrscheinlich, 4 von 7. Und Krebstier wird er wahrscheinlich auch gehabt haben, oder? Ja, Krebs hat er auch noch. Geil. Okay, 5 Punkte bei Fritz. Joris, Steuerbarsche. Okay. Ameise, ja. Stimmt, er hat einen Gecko, er hat einfach ein Säugetier gefunden. Säugetier. Ist das ein Säugetier? Nee. Ihr wisst, was ich meine. Hey, ich kenne mich doch aus. Säugetier, Mensch. Krass. Er hat wirklich als Säugetier sich selbst genommen. Smart. Super, super smart. Muss er ja dann so eingereicht haben auch. Säugetier, Mensch zählt. Krass. Das finde ich smart. Das finde ich super smart. Das hatte Stay in seiner Reaction auch gesagt gehabt. Ich bin genauso drin wie ihr. Ich gucke auch alle Reactions, ja. Das hatte Stay in seiner Reaction gesagt. Er hätte einfach sich selbst fotografiert als Säugetier. Oder im Chat hat das jemand gesagt. Super smart. Wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Joris, richtig smart. Wenn Joris einen Vogel gefunden hat. Also er hat ja diesen einen Reiher. Wenn der gut zu sehen ist, hat Joris alle Tiere, ne? Hat Joris alle. Spinne hat er, ja. Oh mein Gott, man sieht ihn ja richtig gut. Krass. Der sieht aus wie Ibitak einfach aus Pokémon. Ja. Joris hat 7 von 7. Hätte man bei ihm aber auch am ehesten erwartet natürlich, ne? Aber krass. Knossi, okay. Fisch. Ameise. Mensch, hat Knossi auch dran gedacht. Das finde ich super cool. Super, super interessant. Knossi hat auch dran gedacht, sich selbst zu fotografieren. Ob das jetzt einfach nur ein Foto war, weil er Bock hatte oder weil er wirklich dachte, okay, ich bin halt ein Mensch, Säugetier. So oder so smart. Geil. Weberknecht, geil. Den Reiher auch, geil. Einsiedlerkrebs und halt gut. Geil, hat Knossi auch 6 Punkte gehabt. Das freut mich richtig für ihn. Nova. Ja. Ein Reiher auch. Krebs. Oha, ein Gobi bei... Was hat Otto denn gefunden? Okay, Nova hat 3 Punkte. Der Fisch sieht ja mal richtig geil aus bei Otto. Fliege, okay, Insekt haben wir. Auch eine Spinne. 3. Okay, 4. 5. Krass, eine Echse hat Otto auch. Hat er gar nicht gefilmt gehabt. Richtig coole Echse. Richtig nah. Geil. Und, oh mein Gott, er hat eine Fledermaus fotografiert gehabt. Lol. Otto also auch mit Joris 7 von 7 Punkten. Eine Fledermaus haben wir gesehen. Geil. Sabrina hat auch, okay, ein Reiher. Einsiedlerkrebs. Wir haben auch, hier, Sascha. Jetzt kommt Sascha. Sabrina nur 2 Punkte. Sascha hat eine Echse. Hat auch einen Vogel. Auch die Krebse logischerweise. Ein Goldstreifen, krass. Dass Robert Mark Lehmann da direkt einen Goldstreifen erkennt. Also keine Ahnung, was ein Goldstreifen ist, aber okay.
Okay, 4 Punkte bei Sascha soweit. 5 Punkte mit der Libelle. 5 Punkte bei Sascha, okay. Cool, cool. Ja, Joris und Otto 7 von 7. Und dann kommt Knossi direkt. Ey, super, super geile Challenge. Och, die Auswertung macht's halt, ne? Die Animation eben noch, dass wir die Bilder alle gesehen haben auch. Super coole Challenge. Joris 7 Punkte, Otto 7, 6 bei Knossi. Das freut mich richtig, ey. Knossi hat einmal 6 Punkte, einmal 4 Punkte. Knossi hat 10 Punkte schon geholt. Richtig, richtig stark. Fritz 5, Sascha 5 auch stark. Und auch bei Nova, dass Nova überhaupt 3 Fotos noch hinbekommen hat an dem Tag, wo es ihr richtig kacke ging. Und auch an Sabrina. Sabrina meinte ja, ey, ich lass die Challenge sein, so, ich schaff's nicht richtig, so, weißt du. Dass sie da noch 2 Punkte geholt hat, richtig krass. Richtig stolz. Gerade bei Sabrina und Nova, dass sie überhaupt was gemacht haben. Weil bei denen ging's richtig schlecht gestern. Da bin ich echt stolz auf die, muss ich sagen. Wir haben mittlerweile Tag 4. Und ich merke einfach, auch wie die anderen Tage, aber jetzt nochmal viel intensiver, dass alles komplett anders kommt, als ich mir irgendwie gedacht habe. Ich glaube, das ist bei jedem so irgendwie. Ich hatte so viele Bauprojekte und Bastelprojekte vor. Okay, gut, am Shelter habe ich schon viel umgesetzt, auch das mit dem Palmdach und hier an so einer Klippe, wo die Konstruktion teilweise im Fels, beziehungsweise in der Erde drin ist und so weiter, mit Bambus gearbeitet, irgendwelche Querverstrebungen, viele Knoten. Auch diese Hänge, das Hängemattenbett und so weiter, da habe ich schon viel umgesetzt, was ich auf jeden Fall basteltechnisch mal ausprobieren wollte. Aber außer dieses Thema mit tierischer Versorgung im Sinne von Fallen, Fischfang, Speerfang und so weiter. Mhm. Aber es funktioniert einfach nicht. Und Grundlage dessen ist halt immer noch das Feuer und das Feuer kriege ich nicht an. Aber worauf ich eigentlich hinaus will bei diesem ganzen Monolog ist, dass ich gerade dabei bin, ganz andere Techniken zu entwickeln. Und zwar, wie bekommt man Kleidung trocken ohne Feuer? Und die Grundlage dafür ist für mich ja erstmal ein Safe Space. Den habe ich mir jetzt in den letzten 3 Tagen errichtet, wo ich regengeschützt drunter bin. Das heißt, wenn ich was trocken habe, dann bleibt es zumindest mal trocken, abgesehen von der Luftfeuchtigkeit. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass der Armbereich meines Hemdes relativ schnell trocknet. Von dem, was ich am Körper trage, ist das der Bereich, der am schnellsten trocknet. Und jetzt mache ich es mittlerweile so, dass wenn ich zum Beispiel einen Handschuh habe, und den Handschuh möchte ich jetzt heute Nacht anziehen, damit mir... Dann packt er den in seinen Ärmel rein eventuell? Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dass es dann durch die Körperwärme quasi 8 trocken wird. Fliegen, die mich gerade schon die ganze Zeit zerstechen. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, es ist alles komplett rote Pusteln hier. Ich bin komplett übersehen. Irgendwann, Fritz, ist irgendwann ein wandelnder roter Punkt, glaube ich. Dafür möchte ich den Handschuh heute Abend anziehen und der ist klitschnass. Und Punkt Nummer 1 ist, ich habe den erstmal ausgewrungen, damit ich wirklich das grobe Wasser alles rauskriege. So fest es nur geht, überall. Selbst wenn dabei nur die Hände nass werden. Boah, hier in den Finger nochmal. Da ist echt so viel Wasser drin. Das ist ja drin. Alles Feuchtigkeit, was im Handschuh drin ist, was jetzt rausgeht. Junge. Selbst wenn ich den auswringe und die Feuchtigkeit erstmal nur in die Hände geht, ist das ja was Positives, weil dann kann ich die Feuchtigkeit der Hände entweder an der Luft trocknen lassen oder ich transferiere die Feuchtigkeit von meiner Hand in das Stück Stoff, was eh am schnellsten trocknet, also okay, in meine Unterarme. Ja. Fritz ist so ein Techniker, der geht so. Kann ich zum Beispiel auch den Handschuh einfach hier dran reiben. Ich habe das zum Beispiel auch gestern an trockenen Stein gemacht, weil das wie ein Schwamm ist. Ich transferiere jetzt von dem nasseren Gegenstand zu dem trockeneren Gegenstand einfach die Feuchtigkeit, weil der trocknet nicht. Aber hiermit kriege ich Feuchtigkeit los, pack den rüber in den Gegenstand, also in das Kleidungsstück, und damit trocknet langsam der Handschuh und nach jetzt auch wieder der Unterarm. Jetzt ist der wieder nass, jetzt warte ich, bis der trocken ist, und dann mache ich das wieder. Und schon haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Feuchtigkeit raus. Nochmal auswringen wieder. Und der fühlt sich nicht mehr ganz so krass nass an. Und ja, die zweite Variante, was ich auch zum Beispiel bei den Socken gemacht habe, das hat so semi funktioniert. Bitte kein Fuß, ey. Bitte nicht wieder Fuß-Content, Fritz. Halt dich zurück. Die einfach über die Körperwärme zu trocknen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Was anderes kannst du nicht machen. Seitdem ich hier bin, bis auf am ersten Tag mal anderthalb Stunden. Und dann guckt euch Otto an, der nur am Schwitzen ist, der Mann. Der Mann ist nur am Schwitzen. Die Sonne, richtig. Und ich habe kein Feuer.
Wie soll ich da was trocken kriegen? Das ist die einzige Variante, die ich habe. Und ich kann es meinem Körper nicht antun, 7 Tage lang in dieser Feuchtigkeit zu sein. Das ist meine höchste Prio gerade, ist diese Feuchtigkeit in den Griff zu kriegen, weil mir schimmelt sonst der Körper wirklich weg. Ja. Das kannst du laut sagen. Und daran arbeite ich an der Parallel, ist eine Lösung gegen die Viecher. Und das bedeutet Ganzkörperbedeckung, also Handschuhe trocknen. Ja. Ja. Hättet ihr euch anders vorgestellt, ne? Ich auch. Junge, wo sind wir gelandet? Mein Atemloch. Wo sind wir gelandet, Fritz? Hi. So geht's. So werde ich nicht zerstochen. Angenehm. Aber das hält halt nicht im Schlafen, weil wenn ich mich bewege, geht das sofort raus. Aber genau so muss es ablaufen nächste Nacht. Ich bastel mir was schön mit der Boxershorts, ein kleines Atemloch. Ich habe auch das Gefühl, dass 50% meines Contents nur daraus besteht, euch über die Sandfliegen zu berichten. Aber das ist nun mal das, was mich beschäftigt. Das ist mein größter Struggle hiermit. Wenn man so dieses Konstrukt da nochmal sich anguckt, ist das echt krass, was Fritz aufgebaut hat, finde ich. Das ist immer wieder beeindruckend zu sehen. Und Feuchtigkeit, aber dagegen habe ich ja schon was. Es tut mir leid, Leute, wenn ihr euch das anders vorgestellt habt, aber das ist die Realität. Das ist es halt, wie es ist. Ich glaube, meine Ausrüstung fängt an zu schimmeln durch die Feuchtigkeit. Ja. Hier auf dem Leder sind überall kleine Härchen drauf. Krass, ja. Das ist irgendein Pilz, irgendein Schimmel, der sich hier schon durch die Feuchtigkeit bildet. Ah, geil, Alter. Es ist einfach so nass, dass mir die Ausrüstung wegschimmelt. Erst die Machete, jetzt auch noch die Scheide davon. Ja. Das ist die große Schimmelfolge. Und was hast du so gemacht? Ach du, ich habe mich aussetzen lassen auf so einer tropischen Insel mit nur einem Gegenstand und der ist mir dann noch weggeschimmelt und weggerutscht. Und ich selbst hatte auch angefangen zu schimmeln ein bisschen, was soll's. Prostet. Naja. War geil. War wirklich eine super Zeit. So, es hat aufgehört zu regnen. Ah, Grüße. Da ist mal ein bisschen blauer Himmel. Und ich wollte euch mal ein kleines Update meiner Hände geben. Die sind schon angeschwollen fast, oder? Was Stiche angeht. Ah, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Sieht schon relativ dick aus einfach. Krass, alles zerstochen. Challenge Tag 4, hier ist ein Becher drin, ein Messbecher, ich ahne Böses. Oh, neue Challenge, ja, eine neue Challenge. Okay, warte, ein Messbecher. Was soll man mit einem Messbecher oder mit einem Becher anstellen können? Mit einem Becher anstellen können. Saft, Kokosnusswasser. Kokosnusswasser, right? Kokosnusswasser könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise Kokosmilch. Kokoswasser, Kokosmilch oder Saft aus irgendwelchen Beeren. Looten, sag ich mal, ja? Meine Devise. Neue Challenge, neues Glück, ich hab Bock. Neue Challenge. Was für Flüssigkeiten gehen es? Nimm dir Blut ab. Spaß. Tag 4. Mobiles Gefäß. Ein Wasser to go, bitte. Baue ein tragbares Gefäß aus natürlichen Materialien, das möglichst viel Wasser, Salzwasser, fassen kann. Beim Bau dürfen deine mitgebrachten Gegenstände zum Einsatz kommen, jedoch nicht Teil des Gefäßes selbst sein. Gefundener Müll darf nicht verwendet werden. Beispiel: 2 Kokosnüsse in 2 Händen gelten nicht als ein Gefäß. Okay. Folgendes muss in einem durchlaufenden Videoclip festgehalten werden. Nachdem du dein Gefäß gebaut hast, befülle es mit Salz, Wasser und hebe es an Land einmal im Stehen deutlich über deinen Kopf. Deine beiden Hände dürfen die einzigen Fixpunkte sein, die das Gefäß halten. Danach stellst du es an Land auf dem Boden ab. Direkt im Anschluss musst du die im Gefäß verbliebene Flüssigkeit mit dem Messbecher messen. Du schöpfst und stellst den Messbecher freistehend ab. Okay. Erst wenn die Wasserlinie deutlich zu erkennen ist, darfst du den Messbecher entleeren, nicht in dein Gefäß, und den Vorgang wiederholen. Dies tust du so lange, bis dein selbstgebautes Gefäß leer ist. Du darfst auch aus deinem Gefäß direkt in den Messbecher gießen. Die meiste Flüssigkeit bringt dir die vollen 7 Punkte. Nach dem Messvorgang muss der Messbecher in deinen Packsack gelegt werden und darf nicht mehr verwendet werden. Okay, I got it. Okay. Also quasi das, was Fabio sich in Staffel 1 gebaut hat, aus dieser Rinde, ja, hat er sich auch so ein Gefäß gebaut, wo er daraus getrunken hat. Da bin ich gespannt. Kokosnuss ist natürlich das Erste, woran man denkt. Aber vielleicht bastelt irgendjemand was anderes aus Blättern, die biegbar sind, whatever, oder auch aus Rinde. Coole Challenge.
werden nicht alle krass hinbekommen, beziehungsweise nicht viel hinbekommen, I guess, weil auch echt einige mental angeschlagen sind und einfach auch K.O. sind. Ja, ich werde auf jeden Fall auf Bambus gehen, das macht absolut Sinn. Mhm. Die kann man irgendwie durchstoßen, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege, mir ein ordentliches Stück suchen. Aber das ist ein Regenbogen. Ist eine coole Aufgabe. Regenbogen. Ist am Anfang ein bisschen tricky, es zu verstehen, wie es gemeint ist. Ich glaube auch, der eine oder andere wird es nicht verstehen oder falsch verstehen, aber ich glaube, ich habe es verstanden, ja. Grundsätzlich gilt bei den Challenges im Zweifel für den Angeklagten, solange nicht absichtlich geschummelt wird oder durch Missverstehen ein massiver Vorteil gegenüber anderen Teilnehmern steht, zählen die Versuche. Ja, finde ich auch korrekt. Also, ey, die Leute haben auch nicht mehr so viel Brainpower, ne? Die sind da schon jetzt 3 Tage, die haben nicht mehr so viel Brainpower. Manche hatten davor vielleicht auch schon nicht viel Brainpower, deswegen schwierig. Heute Mittag ist Halbzeit. Hey Fritz, willkommen. Was ist denn los hier? Schön. Geht's dir gut, ja? Wie geht's? Alles Kopfsache. Hat aber recht, ja, ja. 90%, was wir hier machen, entscheidet sich alles hier oben. Wie sehr bist du bereit, den Schmerz zu ertragen? Das sieht echt hart aus, Mann. Wann sagt dein Kopf, hör auf? Ja? Das ist die Frage. Fritz hat echt viele... Das bring dich nicht um. Viele Stellen, die nicht cool sind, ne? Das bringt dich auch nicht um. Diese Scheuerstelle, sein Fuß und so. Aber die macht deinen Kopf matsch. Schwierig. So. Das wäre hier mein Plan fürs Gefäß. Oh. Weil hier sind auch keine Risse drin. Natürlich recht schwer. Aber ist eigentlich richtig smart. Normalerweise würde man jetzt sagen, pass auf, ich mache das unordentlich ab. Dann mache ich das hier nochmal ab. Ich habe an Bambus gar nicht gedacht. So, wie viel Partiellen ich davon haben möchte. Und dann stoße ich die so durch die Kerne durch und habe ich so eine lange Röhre. Aber was ist denn, wenn ich das so lasse und nur hier oben leicht öffne, die Stege durchtrenne, so dass ich quasi hier so eine Art, ja, eine Dachrinne ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hier oben ist eine Öffnung, bup, 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 bis einmal durch. Und die Stege habe ich auch getrennt, so dass das ein komplett miteinander verbundener Wassergeschichte ist. Weil dann kann ich das ganze Rohr samt Wasser, puh, auch gut über... Das wäre halt OP, da gehen ja keine Kopf drücken. Literweise Stuff geht da ja rein. Wenn das funktioniert. Oh, perfekt. Perfekt. Krass. Also wenn das funktioniert, das wäre OP. Das wäre ein OP-Behälter, oh, ganz klar. Das juckt alles so. Es ist echt hart. Es ist echt hart. Ich sag's euch, wie es ist. Also Schweden... Also no joke jetzt mal. Schweden war dazu echt ein verlängerter Wochenendausflug unter Freunden. Das war echt ein kleines Bushcraft-Abenteuer. Ich lag da in meiner Höhle, ich hatte mein Feuer. Safe. In die Mücken kam, hab ich das Schweden angezählt. War anders. Unendlich Wasser, ich war trocken. Das ist... Boah. Das ist hier eine ganz andere Hausnummer. Also für mich persönlich. Schweden, viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Das zermürbt dich hier körperlich. Diese Feuchtigkeit und dieses Viehzeug. Und wie schon vorher vermutet, es sind nicht die Gifttiere oder Krokodile und Haie, die dich in den Wahnsinn treiben. Es ist das kleine Zeug. Junge, Fritz ist so ein Macher, der macht das so bam bam bam. Der macht hier eine eigene Show noch nebenbei, Junge. Einfach King. Seht ihr diese Bewegung? Bam, bam, bam. Wow. Ey, Respekt an jeden einzelnen Kandidaten, der jetzt noch drin ist. Ich habe am Anfang gesagt, bevor alles losging, ich glaube, dass 6 von 7 durchkommen. Krass. Mittlerweile glaube ich maximal 4. Hm. Also ich würde es mir wünschen, dass alle 7 durchkommen. Allein schon für die eigene Erfahrung und auch für den Content, um zu sehen, welchen Struggle jeder hat. Aber
Wie es aussieht, wird ja ehrlich jetzt die erste Person heute abgeholt. Rausfliegen. Finito. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, aber für mich ist es echt hart. Und jetzt kommt der Umswitch zu Otto, wie er einfach schön tauchen ist. Ich sag's euch. Und sich ein kleines Urlaubsleben macht. Bei Otto war zuletzt echt gut. Muss man sagen. Otto ging's gut zuletzt. Ah, wir gehen auch zu Otto. Wir gehen auch zu Otto. Cool. Wir gehen auch zu Otto. Cool. So, was für eine Nacht. Lager steht noch. Oder zumindest mal ein Teil davon. Ja, ich glaube, das hier wird nicht mehr lange halten, wenn immer weiter die Flut steigt. Aufgrund des Mondes. Dann wird halt Nacht Abbruch bei mir sein. Also Abbruch von dem Lager. Das heißt, ich werde heute hingehen und alles so vorbereiten, mir, dass er umziehen kann schnell, einen erhöhten Punkt suchen, wo ich die ganzen Sachen, die ich nicht brauche zum Schlafen, deponiere und dann trotzdem versuchen, heute Nacht noch auf meinem schönen Bettchen hier zu pennen. Und wenn ich quasi evakuieren muss, mich selber evakuieren muss, dann habe ich meine Sachen schon da, an einem erhöhten Punkt, wo nichts passieren kann. Und nur ich muss einmal durchs Wasser. Aber es wäre trotzdem blöd, das Ding aufzugeben. Wir werden allerdings sehen, Mittag, ob es noch weiter steigt oder nicht. Weil jetzt ist gerade Richtung Ebbe unterwegs. Wenn ab Mittag Flut ist, werde ich mal sehen, wie weit diese Flut dann steigt. So, heute Tageschallenge. Otto ist auf jeden Fall fit. Sieht mir aus wie Kraut. Dem Mann geht's gut, sag ich. Egal. Tag 4. Hier ist ein Messbecher drin. Da bin ich jetzt gespannt. Ein Wasser to go, bitte. Check. Habe ich schon eine gute Idee. Let's rock and roll. Ich glaube, jeder hat die Challenge immer laut vorgelesen, weil keiner wusste, dass die von einem Erzähler vorgelesen wird diesmal. Der Plan ist, hey, hier sind die einzelnen Kammern drin, unterteilt von solchen Teilen. Das aber Otto geht auch direkt auf Bambus. Das heißt, ich könnte eine Kammer öffnen. Ja, dann könnte ich die, also eine Kammer hier oben öffnen. Die hier. Dann könnte ich die hier voll Wasser laufen lassen. Hier ist aber wieder Schluss. Ziel muss aber irgendwie sein, diese Kammern dazwischen auch noch zu öffnen. Also genau die gleiche Taktik wie Fritz. Dass ich ein durchgehendes Wasserwasser habe. Und dann dürfte das doch gar nicht mehr so schlecht sein. Krass, die sind echt zu. So, wie ich die aufbekomme, we will see. Fucking die Machete. Smart. Und vielleicht das erst der Anfang, denn ich brauche so einen Bambus, wo 300 Liter reingehen. Gut, den kriege ich nicht über den Kopf hoch. Ich würde es ihm zutrauen, Junge. Aber ich will schon Gas geben. Gucken, dass wir hier was richtig Großes finden, ja. Geil. Jetzt überlege ich mir gerade, was wohl mit Herrn Meinecke los? Ob der bei sich auch Bambus auf der Insel hat. Ja, ja, klar. Der ist ja ein Fuchs in solchen Dingen und da auf dieselbe Idee kommt. Hat er keinen Bambus, hat das, glaube ich, sehr schwer mit. Boah, Bambus. Ich finde diese Challenge zwischen Otto und Fritz irgendwie cool. Natürlich mal Materialien, ja. Jetzt kommt die Frage, alle Fragen. Wie gut kriegt man sowas auf? Und wie gut kriegt man die anderen da drin auf? Also Fritz ist ja von außen rangegangen, aber Otto will von innen durch. Weil Otto will das so quasi wie so eine Säule haben und Fritz halt eher so regenrinnenmäßig. Okay, der erste Versuch ist das quasi jetzt schon mal. Krass, krass, er macht echt, oh mein Gott, dreimal voll, viermal voll. Eins, warte mal, das sind dann 400... 2 Liter, oder nicht? 490 Milliliter, ja komm, 490. Also knapp 2 Liter. Also, erster Versuch, 1,9 Liter. Check. Junge, ich wäre so, ich hätte mir eine Kokosnuss geschnappt und hätte so 20 Milliliter und hätte gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, ich kann es nicht mehr. Krass, Mann. So, Sascha, oh, sieht schon besser aus. Hey, bessere Pipi diesmal, nicht mehr ganz so, hä? Bisschen besser. Direkt mal der morgendliche. Bisschen besser. Ja, Toilettengang leider schon wieder relativ gelb, scheiße. Bisschen besser. Dann tue ich eh ohnehin schon zu viel zu trinken. Naja, so sieht das aus. Jetzt hat es kurz wieder aufgehört zu regnen. Es nieselt noch leicht, aber es geht. Aber ja, ist sowieso schon egal, wenn man ohnehin schon komplett durchnässt ist. Das ist doch unglaublich, oder? Da unten ist das Meer. Und schaut euch das jetzt an. Es war bis hierher, da war das Meer okay, einfach am Start.
Ja, man sieht es auch da noch. Aber sehr er war schön. Trocken noch. Er es war trocken. Ging einfach in der Nacht, war das Meer einfach hier. Da hat es auch noch irgendwie, ist auch noch nass. Ja, also da schräg unten und wo es da trocken ist. Und es ist komplett crazy, weil es war einfach schon hier. Das heißt, wenn es hier drüber geht und mein Teil da mitnimmt, fällt mein ganzes Shelter zusammen. Denkst du, du bist sicher, zumindest in der Nacht nichts, dann kommt das Meer wieder daher. Oder der Blitz, wenn du denkst, vom Krokodil bist sicher. Boah, es ist schon echt wild, ja? Es ist schon, ja, kommt schon einiges dann zusammen. Aber ja, die Nacht war ansonsten, ja, ich habe nicht so schnell einschlafen können. Bin öfter wieder aufgestanden. Aber ansonsten war die Nacht okay. Was machen wir jetzt? Challenge aufmachen, würde ich sagen, als Erster, oder? Jetzt bin ich richtig gespannt, ob das was ist. Mobiles Gefäß, ein Wasser to go bitte. Okay, schauen wir uns an. Jetzt habe ich noch gar keinen Plan, wie ich das machen soll. So. Oh, der Formcheck. Der Formcheck darf doch nicht fehlen. Ganz vergessen. Na, dann würde ich sagen, ist es wieder Zeit für den allmorgendlichen Formcheck. Ja, was ich sagen kann, ich habe schon extrem abgenommen. Also extrem abgenommen. Richtig shredded. Direkt, echt, die Definitionsphase, die fühle ich sehr. Vor allem am Bauch sieht man es, muss ich sagen. Ja, Bizeps vielleicht auch schon kleiner geworden. Oder definierter zumindest. Ah ja, krass. Meine Machete schaut übrigens auch nicht, sieht auch so nicht mehr gut, gut aus. So hat Fritz seine bekommen am Start gefühlt. Aber sie schneidet noch extrem gut. Also alles tipptopp. Dass er auch auf Bambus kommt, ich fühle mich gerade sehr dumm, muss ich sagen. Ich wäre in meinem Leben nicht auf Bambus gekommen. Stimmt, ja. Aber er kommt auch auf Bambus. Na gut. Dann muss er weg. Das finde ich krass irgendwie. Oh, endlich. Okay, der eignet sich da jetzt nicht. Der ist schon komplett aufgespalten. Sieht man, wenn da auch schon das Wasser rauskommt. Das ist schwer als Gefäß. Naja. Jetzt wird mir gerade wieder extrem schlecht. Oh, Kacke, so Mann. Oh. Also wirklich, Kreislauf, ich umdrehen. Übelkeit, Durchfall bei... Das ist mir vollkommen egal. Bei Sascha ist echt mies. Ob der jetzt ein GroKo ist oder nicht, ich schaue nicht mehr. Also dieses Schlechtsein ist so das Schlimmste. Krass, so langsam, ich weiß auch nicht mehr, ob jetzt wirklich Sabrina der Code Yellow ist. Es könnte Nova sein, es könnte mittlerweile, wenn ich Sascha so sehe, auch Sascha sein. Sagen ich es aus, heute kämpfe ich. Vierter Tag. Viel länger, als ich mir gedacht habe. Mit einem Gegenstand. Ohne Erfahrung. Ohne Fitness-Thematik in dieses Survival-Ding. Boah. Bin echt schon stolz auf mich. Kann auch sein, kann jeder sein. Ah, hab schon oft kämpfen müssen. Aber noch stehe ich oder sitze ich da. Schwindelig. Alles. Boah. Nova. Wie geht's Nova? Wie geht's Nova? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Okay, sieht besser aus als gedacht. Ja, gestern hatte ich so ein paar Probleme. Mental, hat man ja auch gemerkt. Und mit dem Shelter. Dann sind die so Fliegeviecher da. Ich weiß nicht, woran das liegt. Genau, wie man sieht, hier oben, also das gestern war die Flut richtig aggressiv, weil gestern Vollmond war. Und ja, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Spotted Novas Camp. Genau da. Und bis hier ging das Wasser gestern. Also die Flut hat meinen ganzen Shelter auch kaputt gemacht. Mein Shelter, ne? Ja, weil das Problem ist, Freunde, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, aber sonst geht's mir eigentlich gut. Mir geht's besser als gestern. Das ist definitiv. Gut. Wichtig schon mal. Ich habe mein emotionales Loch überwunden. Guck mal, da bin ich so stolz auf sie, weil gestern sie war echt kurz davor abzubrechen, glaube ich. Und ich bin richtig stolz, dass sie gesagt hat, ich überlege mir das morgen nochmal. Das hat mich auch stärker gemacht, safe, dass es mir so schlecht ging gestern, beziehungsweise dass gestern alles so aussichtslos war. So alles war nass, ich war nass, ich hatte kein Shelter, es hat geregnet, die Flut und so.
Das hat mich schon stärker gemacht, so als Mensch, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, ich lese jetzt mal die Challenge vor, wa? Mobiles Gefäß, ein Wasser to go, bitte. Guti, ich gehe jetzt schwimmen und dann sehen wir uns wieder. Werde jetzt ins Wasser gehen und ein bisschen schwimmen, ich habe ein bisschen Schiss. Ich glaube halt, bei Nova wird es schwer, ein Gefäß zu finden, genauso wie bei Knossi. Weil die sind so wie ich, glaube ich, ich wäre in meinem Leben nicht auf Bambus gekommen, Bro. So, aber das hätte ich bei Sascha auch nicht erwartet. Vielleicht kann ich ein paar cool Unterwasseraufnahmen für euch machen. Bis gleich. Ich habe versucht, ins Meer zu kommen, aber die Steine sind so unglaublich spitz. Ja, wie bei Knossi auch teilweise. Oder bei Fritz. Und das Problem ist, dass ich halt auch kein festes Schuhwerk habe, womit ich so reingehen kann, weil hier gibt es halt auch Seeigel, richtig ungeil. Und man kann auch auf Steinfische hier treten und so. Ja. Vielleicht probiere ich es dann anders nochmal. Aber also, das ist echt super schwierig, da überhaupt reinzukommen und auch rauszukommen. Also ich werde mich da 100% übel verletzen. Ja, würde ich auch nicht machen. Erstmal nicht. Nicht worth it. Ich wollte eigentlich jetzt mit der Challenge anfangen zu bauen. Aber mir ist kotzübel irgendwie und ich habe so richtig miese Bauchschmerzen gerade. Oh, nicht gut. Wenn ich jetzt Durchfall kriegen sollte, wüsste ich nicht so wirklich, woran es liegt, weil ich halt nur das gefilterte Wasser getrunken habe. Stimmt. Stimmt, Nova hat echt sauberes Wasser immer. Und nichts anderes und auch nichts wirklich gegessen habe hier. Ich habe nichts gegessen, außer Stimmt. Am ersten und zweiten Tag ein bisschen so ein Stück Kokosnuss. Ja, mal gucken. Ich ruhe mich jetzt kurz aus und dann geht's gleich weiter. Oh, Nova immer noch am Struggeln. Schwierig. Schwierig. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden. Und ich habe gemerkt, ich brauche Feuer. Und habe ungefähr 2-3 Stunden geschlafen. Hm. Ich habe jetzt noch eine Idee, wie ich das Shelter doch noch retten kann und vielleicht auch hier stehen lassen kann. Ich glaube nämlich nicht, dass die Positionierung allzu dumm ist, abseits der Flutproblematik. Ja, klar. Aber bringt halt nichts, wenn das wegschwimmt. Ich habe nämlich keinen Bock, das gesamte Dach nochmal neu zu machen bzw. umzuziehen. Ja, deswegen wäre es schon cool, wenn diese Lösung, die ich jetzt gerade vor Augen habe, eventuell klappen könnte. Okay, die vierte Tageschallenge steht an. Ja, ich glaube, größer als Kokosnuss wird es nicht. Okay, gut. Einer, der mich versteht. Egal, wie ich drüber nachdenke, ich könnte irgendwas aushöhlen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Oh nein, sag jetzt nicht. Ich bin wirklich der Einzige, der vielleicht dumm ist. Priorisierung ist immer noch Shelter. Auf jeden Fall, der Wasserstand ist jetzt noch nicht so hoch, dass es mir gefährlich werden könnte. Aber ich habe Schiss, dass er das gegen Mittag wieder wird. Also muss ich Gas geben und unbedingt testen, ob mein Shelterbau, den ich so in Planung habe, auch so funktioniert. Denn wenn nicht, habe ich wieder ein Problemchen. Ich check gar nicht, was Joris machen will. Will er da eine Wand bauen? Tiefer kann der Pflock jetzt nicht mehr in den Boden rein. Ich habe mit aller Gewalt gearbeitet und mit ordentlich Schwung. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt am Arsch. Okay. Hier haben wir die Kokosnuss, die ich am ersten Tag sogar am Strand gefunden habe. Die ist schon gekeimt. In diesem Keimling, den habe ich aus Versehen gerade abgeschlagen, ist ein Palmherz drin. Gut, dieses Palmherz kann ich essen, das heißt, ich muss eigentlich nur die äußerste Blattschicht abtrennen. Ich glaube, im Prinzip ist alles essbar, da geht es nur ein bisschen um die Genießbarkeit. Palmherz hört sich richtig geil an. Sieht ein bisschen aus wie so Zwiebel oder so. Kürbis. Also Kürbis. Schmeckt irgendwie wie Kürbis. Okay. Also ist halt schon hilfreich, wenn man sich auskennt. Ja. Hier mit das Kokosnussfleisch. Geil. Und hier haben wir den Kuchen, von dem ich gesprochen habe. Der ist auch essbar. Dazu mache ich kurz die Machete sauber. Und dann schneide ich hier mal rein. Ich habe selber noch nie gesehen, dass es überhaupt jemand isst. Ich habe das bei Sascha gesehen. Das sah aber sehr vergoren aus irgendwie. Das hat so eine Konsistenz wie so ein
Gott, wie so ein Schaumstoffkissen oder so. Ist das wirklich genießbar? Oh, oh okay. Sorry fürs Fragen, Joris. Ich hab doch nur gefragt, ob Sie mit dem Service hier zufrieden sind. Geil, geil, oh. Ey, Joris, Junge. Ach, Mann, wirklich. Wirklich. Ey, ich kann's nicht beschreiben. Ja. Boah. Boah, ne? Ja. Was ist das? Hä? Warum schmeckt es so genial? Der schmeckt viel besser. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Viel besser als jede Kokosnuss, die ich jemals in meinem Leben hatte. Krass, okay. Und dieses... Kurz vor ihm. Oh. 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 Und dieses Ess-Feeling dabei. Das ist nicht wie bei einer Kokosnuss, dass du so schaben musst und... Sondern du beißt ja einfach locker flockig. Geil. Krass, aber wie entsteht das denn? Weil in einer frischen Kokosnuss ist das ja so nicht drin. Da ist ja das Fleisch und das Wasser. Das ist ja quasi das Kokosnusswasser dann, was dazu geworden ist, I guess? Das kannst du auch, also wirklich, das würde ich jeden Tag essen. Jeden einzelnen Tag. Krass. Das schmeckt so geil. Boah. Aber gut für Joris, dass er mal was isst, auf jeden Fall. Wichtig und richtig, wir gehen schon wieder zu Sabrina. Was war das für eine bescheidene Nacht? Wir waren diese Folge noch gar nicht bei Sabrina. Ich hatte noch aus dem Intro die Dings, die Rückblende im Kopf. Es war hart. Ja, darauf war ich eingestellt. Das ist auch nicht das Problem. Meine kompletten Klamotten waren noch nass. Die Regenjacke war nass. Und ich brauche die ja zum Schutz vor den ganzen Moskitos. Das heißt, ich musste die Regenjacke auf mich legen. Ich habe mich irgendwie zusammengefärbt. Ey, ihr war so kalt. Na, Kälte war das große Problem bei Sabrina. Es ging gar nicht. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich gefroren habe bis zum geht nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Heute sehr schwach. Mir fällt es gerade auch schon schwer, die Kamera zu halten. Ich bin jetzt gerade extra mal raus aus meinem Shelter gegangen. Ich habe voll Bock auf diesen Kokosnuss-Mutterkuchen, den Joris eben hatte. Jetzt habe ich da voll Lust drauf bekommen, wie er es beschrieben hat. Sag ich, wie es ist. Mir geht's richtig beschissen. Oh, Kacke, Mann. Richtig beschissen. Shit. Ich werde jetzt erstmal Challenge Nummer 4 öffnen. Mal gucken, was das für heute wird. Okay, muss ich mir drüber nachdenken, ob ich da eine Idee habe. Ja. Okay. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt nochmal eine Runde baden gehe, weil ich das Gefühl habe, dass morgens das Meer am ruhigsten ist und weil ich mich echt super pekig fühle. Ich würde mich auch so eklig fühlen, glaube ich, überall. Baden smart. Ja, wenn ich jetzt baden gehen, ach so, und außerdem habe ich das Gefühl, dass morgens das Meer so ein bisschen ruhiger ist. Deswegen werde ich jetzt meine Taucherbrille schnappen und ein bisschen ins Wasser gehen und mal gucken. Ich nehme die Kamera mit, mal gucken, was ich da so sehe. Ich sehe echt kaum was unter Wasser und wenn, dann nur Steine. Oh, da hinten zieht doch auch schon wieder eine Gewitterfront auf. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, schwimme ich wieder zurück. Aber zumindest kurz gebadet, kurz abgewaschen, so Schweiß und so auch. Die Erfrischung hat ganz gut getan, muss ich sagen. Vor allem auch mal komplett den Körper irgendwie in Salzwasser zu tun, weil vielleicht desinfiziert das ja doch so ein bisschen die ganzen Wunden. Wobei ich mir bei der tatsächlich überlege, ob ich vielleicht doch das Erste-Hilfe-Set aufmache und mir dann eine Creme drauf packe, weil es ist schon, wenn ich die offene Wunde habe, dann gehen da die ganze Zeit Fliegen dran. Boah, ich will mir das bei Fritz Fuß gar nicht vorstellen. Wenn ich sie sozusagen an der Luft habe und wenn ich sie aber in meine Socken packe, dann schwitzt dann ist das die so. Halt nass, weil meine Socken ja nass sind. Ja, deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich die vielleicht verarzte, weil das ansonsten nicht wirklich verheilt und sich eher noch entzündet.
Ich habe schon wieder einen Splitter. Fuß-Content. Oh, Splitter, ach, auch verdammt. Kacke. Ach, scheiße. Sie hat einen ja auch unterm Fingernagel irgendwie, ne? Seht ihr das? Oh, der ist echt, ja. Ja, so ist das, wenn man barfuß läuft. Und einen hat sie unterm Fingernagel. Aber noch. Hilft nichts, das ist alles nass. Oh, diese Biester, die stechen. Übrigens, mein Splitter im Daumen hat sich nicht entzündet. Ich vermute mal, dass er noch da ist. Ja, wenn ich drüber fasse, merke ich ihn auch. Oh, krass. Ja, er ist definitiv noch da, aber er tut nicht weh, hat sich nicht entzündet, gar nichts. Also alles gut. Okay. Heute kommt echt mal die Sonne so ein bisschen raus. Ich habe gerade alles schon zum Trocknen hingelegt. Krass, bei ihr Sonne echt. Wie kriege ich denn jetzt den Splitter raus? Ich befürchte, ich weiß nicht, ob die Jungs ins Erste-Hilfe-Set eine Pinzette gepackt haben. Ja, ist drin. Ist drin. Ich befürchte, es ist Zeit fürs Erste-Hilfe-Set. Krass, okay. Ich glaube, dass in dem Erste-Hilfe-Set keine Pinzette ist. Ich werde es jetzt trotzdem aufmachen, da ist eine und mindestens drin. Meinen rechten Fuß, Fuß versorgen. Und was ich dann mit dem Splitter mache, weiß ich nicht. Ich habe es gerade mehrmals versucht, den so rauszuziehen und hat nicht geklappt. Okay. Weil ansonsten kann ich nicht laufen. Sie macht das Erste-Hilfe-Set auf. Das haben wir im Intro schon gesehen, dass das schon auf war, auch bei ihr. Fühlt sich echt nicht so geil an, das aufzumachen. Aber Safety first. Aber krass. Es hilft ja nichts. Hier ist die Blombe. Oh, ich hoffe, da ist eine Pinzette drin. Da ist eine drin. Da ist eine drin. Problem. Oh nein, oh nein. Da ist aber eine drin, da ist eine drin, das wissen wir. Also wir wissen es, sie nicht. Okay. Erster nervlicher Zusammenbruch. Ich glaube, das fühlt sich auch einfach kacke an, das aufzumachen. Das Öffnen dieses Medikits führt lediglich zu Punktabzug. -7. Oh, -7. Das heißt, Sabrina ist jetzt bei -2, glaube ich, oder? Sie hat beim, da hat sie, nee. 2 Punkte hat sie geholt bei der letzten Challenge und bei der ersten hat sie, glaube ich, 0 Punkte geholt gehabt, ne? Da hatte sie, glaube ich, 0. Das heißt, sie ist bei -5. Aber ey, wenn es für sie das Richtige war, jetzt rein damit. Alles usen. Da ist sie, ja. Zumindest das freut sie gerade. Man hat die Erleichterung richtig gemerkt. Och man, okay, sie sieht echt nicht gut aus. Es tut mir echt leid, Mann. Da ist eine Pinzette drin. Krass. Schon für eine Scheiße durch habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, seit 4 Tagen irgendwie nichts gegessen hat. Ganz kurz, um es nochmal auf, ey, sie tut mir echt richtig leid gerade, Mann. Um es nochmal auf ein neues Level zu heben. Wir alle kennen das, wenn man eine Nacht nicht geschlafen hat oder ganz wenig, man ist richtig grumpy. Man ist, wenn man einen Tag nichts gegessen hat, man ist richtig grumpy. Man ist richtig grumpy. Man wird so richtig grumpy, man hat Kopfschmerzen, alles ist kacke, man will schlafen, man wird müde. Und die sind jetzt 3 Tage da, kalt, ohne Essen, ohne Schlaf, so wirklich. Das ist psychisch einfach, Digga, tot. Ach man. Den ganzen Struggle, den ich mit dem Shelter hatte. Ja. Mein Shelter ist immer noch nicht so, dass ich sage, ich kann mich daran wohlfühlen, weil es einfach super unbequem ist, da drin zu schlafen. Challenges klappen überhaupt nicht, aber wie gesagt, da versuche ich mir halt, also da möchte ich mir halt einfach auch keinen Druck machen. Das ist nett, aber. Das finde ich aber auch gut. Halt nicht. Das finde ich gut bei den Challenges, dass sie das so macht. Ich würde jetzt so gerne.
ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten in den Arm nehmen. Boah. Das ist schon krass. Ich würde jetzt so gerne die mal in den Arm nehmen und mit denen sprechen. Das fühle ich aber. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch meine Wunde am Fuß versorgen, wenn das erste Hilfeset jetzt eh schon auf ist. Safe, ich würde alles benutzen. Und dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, da muss ich losgehen und Palmenblätter sammeln, damit ich mir meine Matratze bauen kann. Und ich brauche auch eigentlich noch ein paar Latten, weil mittlerweile ein paar durchgebrochen sind und ich halt immer zusammengekrümmt liegen muss. Also ich kann mich halt nicht gerade machen. Also ich brauche noch ein paar Querstreben, die ich mir da drauflegen kann. Damn, das war echt hart, Mann. Das erste Erste-Hilfe-Set wurde geöffnet. Die dritte Nacht geschafft. Boah. Aber das Wetter, oh Mann. Ich hoffe, das wird nochmal. Wenn das die restliche Zeit jetzt so ist, oh Mann. Man merkt Energie bei Knoss ja auch ein bisschen. Feuer an, wenn alles nass ist. Bisschen niedriger. Ich wüsste nicht, wie ich ein Feuer ankriegen soll. Außer mit meinem Zunder. Das wird echt schwer. Verplombter! Ach Mann, dieser Lendenschutz ist alles, was ich immer wollte. Ganz ehrlich. Ach Knossi, Mann. Umschlag Nummer 4. Ich kann es nicht glauben. Es ist wirklich der vierte Tag schon. Krass. Ich kann es echt nicht glauben. Vierter Tag. Boah, die Mücken. Also die Sandmücken hier. Man sieht die nicht. Ich sehe sie manchmal in Tausenden vor meinem Kopf. Umschlag Nummer 4. Ist was drin? Mobiles Gefäß. Ist alles mir zu hoch, alles. Wirklich, ist viel zu hoch. Es ist viel zu hoch. Mann, schreib doch, mach doch, gib doch Bücher mit. Schreib doch, gib doch ein Buch mit. Ach, Knossi, Mann. Es ist einfach viel zu viel. Baue einen Eimer. Das mache ich gleich, dann ist das Ding erledigt. Okay, okay, machen wir gleich. Ich verstehe es nicht, du brauchst Abitur. Du brauchst Abitur! Es ist schon ein bisschen kompliziert geschrieben, aber eben auch, um alle Eventualitäten abzudecken, so, ne? Wirklich? Du schöpfst und stellst den Messbecher freistehend ab? Da musst du studiert haben für. Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Wir probieren's. Ach Mann. Ich weiß nicht. Oh. Ach, Knossi. Mal kurz was zur allgemeinen Gefühlslage. Zu allen wichtigen Sachen. Die man sich vorher so gefragt hat oder die auch andere oder was ich im Vorfeld auch in meinen Streams oder so, was meine Ängste waren. Angst im Dunkeln hier vor dem Dschungel, vor den Geräuschen. Finde ich nicht schlimm. Okay. Belastet mich auf einmal hier gar nicht. Angst vor den Tieren. Ich denke gar nicht drüber nach an die Tiere. Ich sehe die Tiere, die hier unten am Beach sind. Ich beschäftige mich mit den Tieren weiter hinten. Für mich belanglos. Also in meinem Kopf keine Existenz dieser gefährlichen Tiere. Und das lebt sich natürlich einfacher. Vor was habe ich noch große Sorgen gehabt? Isolation, ja. Kein Handy hat mich nicht in einem Moment gestört. Nicht ein einziger Moment. Kein Phantomsuchen. Gar nichts. Also hat mich gar nicht gejuckt und habe auch jetzt gar keinen Bock, wenn ich zurückkomme, auf mein Handy. Überhaupt nicht. Das fühle ich. Den Punkt fühle ich sehr. Den fühle ich sehr, den Punkt. Gar kein Interesse, auch sofort wieder in Stress rein.
So, das hier habe ich echt mal gebraucht. Ich vermisse es nicht. Die Kollegen jetzt alle sauer. Ich vermisse. Bei Knossi kann ich mir das so gut vorstellen. Ich glaube, der ist nur am Rackern, am Arbeiten, am Entertainen, am Stream, Instagram, Show hier, Show da, bla bla bla. Ich glaube, das war actually mal gut für ihn, daraus. Natürlich auch hier kein guter Schlaf, keine gute Ernährung, psychisch auch, ey, katastrophal hier alles, aber das hat er gebraucht mal. Wisst es nicht, ich sag euch ehrlich, ich habe gar keinen Bock. Ich könnte jetzt schon kotzen, mein Handy anzumachen und 50 WhatsApps zu haben. Fühle ich, ja. Überhaupt gar keinen Bock. Okay, ja, was kann ich euch noch sagen, wie es für mich ist? Es ist sehr hart, also so viel Dreck und nie zu wissen, wann du schlaf. Oh, hier, ach, hier ist ja einfach mein Felsenstuhl, wenn Ebbe ist. Ach, guck mal, hier ist ja einfach mein Felsenstuhl. Der Felsenthron. Digga, das ist actually einfach ein Thron. Dass bei Knossis Insel ein Thron auf ihn wartet, ist auch so iconic. Oh. 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 So was habe ich vermisst. Der Felsenthron. Jetzt fühle ich mich wirklich, wie wenn das mein Strand ist. Ja, actually, Junge. Hier wohne ich. Verzeiht mir dafür, dass ihr bei mir nicht den besten Content seht. Dass Knossi das sagt, ne? Knossi, Fritz hat im Stream letztens eine Umfrage gemacht, welchen Content fühlt ihr am meisten? Knossi mit Abstand der allererste. Also wirklich, da kann man sich nicht beschweren. Sondern freut euch vielleicht einfach mit mir bei der Herausforderung meines Lebens, bei der wirklich meiner Meinung nach der besten Show, die es gibt, dabei Safe. Sein zu können. Nicht Safe. Irgendeine Ranz-Show. Weißt du was ich meine? Für mich ist das die beste Show. Dass ich in Tag 4 komme, hätte ich nie gedacht. Ich glaube, die viele von euch da draußen haben das nie gedacht und erwartet, dass ich in Tag 4 bin. Ich weiß, aber ich habe eine unglaubliche Willenskraft. Der wird echt emotional, der hat Tränen in den Augen, der Mann gerade, ne? Also man merkt das. Es ist mir egal, ob ich im Dreck liege. Es ist mir scheißegal. Dann schlafe ich nicht. Es ist mir wurscht. Ich weiß, dass ich einer dieser Typen bin. Ja, er beißt sich durch. Man kann alles haben und erreichen. Man muss beißen. Es ist egal. Da darf man nicht weich sein. Wer weich ist, kommt nicht zu seinem Ziel. Und ich kann das. Ich kann's einfach. Ey, das ist so motivierend gerade, das von Knossi so zu hören und ihn so zu sehen. Weil man merkt es, wenn man ihn verfolgt, der Mann beißt sich durch. Der kam nicht von 0 auf 100 auf einmal zu dem, was er jetzt ist. Ganz großen Respekt. Ich darf mich nur nicht verletzen. Nicht noch mehr. Neben dem Fuß. 2 Liter Gefäß. Es kann nicht sein, dass ich der einzige Mensch auf dem Planeten bin, der bei Gefäß nicht an Bambus gedacht hat. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich auf der Insel wäre. Aber ich fühle mich gerade blöd. Mehr als sonst. Finde ich schon krass. Aber ich finde es gut, dass er dran denkt. Das ist schon sehr krass. Ich finde es gut, dass Knossi dran denkt. Ich finde die anderen was mit 10 Litern. Aber ich finde das schon krass. Sieht aus wie so eine Biersäule aus dem Megapark. Deswegen hat Knossi auch dran gedacht. For the Challenge! Tag 4. Und darf ich euch vorstellen, hier ist mein Wander- und Trinkstock. Schöne Demonstration. Ja, wichtig. Hält dich gut beim Laufen und ist gefüllt mit Wasser bis hierhin. Ich hab's hier innen durchgestochen. Smart. Ich hab noch nicht getestet, wie viel da reinpasst. Ich mach's tatsächlich bis zum Rand. Genau, ich muss einmal über den Kopf halten. Das war das. So. Okay. Jetzt. Stunde der Wahrheit. Jetzt nichts verschütten und... Erster Messbecher. Peu à peu. Ja, ein bisschen was geht raus, aber ist okay. Wunderbar. Gut. Erster halbe Liter ist da. Krass, dass Knossi daran gedacht hat. Kippen wir jetzt aus und weiter. Oh, fuck. Ja, Verlust, bisschen, Verlust, bisschen Verlust, was verloren, ja. Bisschen Verlust. Halber Liter. Das heißt, wir sind bei 1 Liter. Geil, Mann. 1 Liter? Gut. Oh nein! Boah, das macht er nochmal einen Versuch 1, vielleicht. 1,5. Oh, da geht nochmal ein halber. Ja! Yeah! Krass, er hat echt so, genauso viel wie Otto. Stand jetzt. Bin happy. 2 Liter.
Ja, sogar mehr. Ja, 170 Milliliter. Zwei, muss gleich aufschreiben. 2 Liter und 170 Milliliter. Ich muss sofort aufschreiben. Geil, das freut mich so. 170 Milliliter. Unexpected, wirklich, Knossi, unexpected, gut bei den Challenges. Das meine ich nicht böse oder so, aber ich hätte bei ihm echt gedacht, wie er eben auch gesagt hat, dass er andere Probleme vielleicht hat, ja, dass er irgendwie, keine Ahnung, aber wirklich. 2 Liter, ich bin wirklich über stolz. Darf auch sein. Dass ich heute die Challenge, ja, für mich, für meine sehr gut gemacht, wirklich. Verhältnisse habe ich die sehr gut abgeschlossen. 100%. Wirklich krass. 100%. Ich fand's echt gut. Ja. Wahrscheinlich haben die anderen auch wieder 5 Liter, 6, 7, 10 Liter, aber das macht nichts. Ich finde mich heute selbst als Challenge-Gewinner. Ja, 100%. Ich habe kreativ gedacht, hoffentlich hat kein anderer so gedacht. Ich fand's echt geil. Und ich habe mich über die Challenge so aufgeregt, aber ey, war wirklich... wirklich eine gute Challenge. Wirklich geil. Eine gute auch mal, Challenge. Das freut mich voll. Muss ich auch mal sagen an das Team, ne? Ich habe auch Nikotinmangel. So, fertig. Das dürfte kein Problem geben, ne? Ja! Challenge, geil. Success! Mega! Och man, richtig cool. Freut mich unfassbar. So, jetzt Sascha. Okay, alles klar. Es kommt immer näher. Alter, what the fuck? Da ist mein krass. Bett. Scheiße. Puh. Oh, das könnte echt über... Naja. Überschwimmen, ne? Der wird doch schon länger da liegen, der Baumstamm. Der hat's doch nicht erst vor letzten Vollmond angeschwemmt, hoffentlich. Ah, true. Boah, wenn das alles zusammenfällt, ey, was passiert dann eigentlich? Dann ist alles weg, was ich hab. Und, das werden wir vielleicht sehen, weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich eine relativ unruhige Nacht, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist, ja, dass da irgendwas passiert, aber ja, das sind ein paar Zentimeter. Jetzt schon. Ja. Fuck. Also, aufmerksam schlafen. Schon langsam geht es mir wieder ein bisschen besser. Gott sei Dank. Natürlich viel Zeit verloren für das Gefäß. Aber natürlich, es ist zweitrangig. Überleben ist erstrangig. Ich stehe an erster Stelle. Und dann kann ich dann langsam mit dem Gefäß anfangen. So. Erstmal die Segmente rausschlagen. Da bin ich gespannt, weil wir haben ja gesehen, der ist schon so ein bisschen gespalten gerade, ne? Der ist schon ein bisschen kaputt. Der ist undicht. Okay, ja. Boah, mir fällt jeder. Ist schon undicht, jede, ja. Jede Bewegung so schwer. Mir ist komplett schlecht, aber ich versuche jetzt am Gefäß weiterzubauen. Ich gebe mein Bestes. Ja, zu in einen langen, geraden Stock. Einfach um die Segmente durchstechen zu können. Warum ich so einen harten nehmen muss, weil, wenn ich so einen weichen Bambus nehme, dann spaltet er sich halt. Der ist schon überall komplett offen und kaputt. Ja? Das heißt, da kann ich kein Wasser drin sammeln. Deswegen hier noch der extrem schwere in der Hoffnung, dass der das Wasser besser drin behält. Jetzt ist Wasser hier, also nicht weit weg von mir. Also ihr seht den Stempel da. Und eigentlich gestern und die letzten Tage um die gleiche Zeit war das Wasser da ganz hinten. Kommst du dann in der Nacht da ganz hinten hin? Warum hören wir was? Was hören wir hier für Musik? Weil da bin ich. Dann nimmt mich einfach das Meer mit ins Wasser, mit ins Meer. Klemmt mich da wahrscheinlich noch überall ein. Die ganzen Zeugs da mit den ganzen Baumstämmen und wenn ich da irgendwo drin liege. Das könnte richtig gefährlich werden. Also müsst ihr eigentlich jetzt schon hier bleiben. Und ja, ist die Frage, ne, ob er jetzt umziehen soll oder so, wenn es höher wird. Boah, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, es gibt gerade echt ein scheiß Gefühl, weil das ist wirklich eine rationale Gefahr, weil ich nicht weiter zurück kann. Ich bin gefangen. Mhm. Stell euch mal vor, ihr seid ausgesetzt auf einer Insel irgendwo und wenn die Flut kommt, es gibt kein Zurück, kein Links und kein Rechts, dann müsste ich ins Meer rausschwimmen. Da funktioniert der GPS-Sender nicht. Es ist dann super schwer, weil er hat jetzt schon keine Energie mehr. Und jetzt Shelter umbauen, der super schwer. Das heißt, da würde mich keiner mehr finden. Die Strömungen irgendwo hin. Ich würde einfach drauf gehen. Durch die heftigen Wellen schaffe ich es vielleicht nicht wieder, also rüber zu schwimmen. Dann da irgendwo wieder raus und dann da hochklettern in der Nacht. Also das gibt mir gerade ein sehr mulmiges Gefühl. Muss ich sagen.
Wieso ist das jetzt immer noch so hoch? Scheiße. Was mache ich jetzt? Boah, ich bin gespannt. Joris. Crazy! Also man sieht mittlerweile, alles ist nass geworden. Ja. Jeder Bereich wurde einmal unterspült, aber mein Shelter ist nicht verrutscht, keinen einzigen Millimeter. Sieht man ganz gut an den Seilen. Ja, da tut sich gar nichts. Perfekt. Genau das, was ich erreichen wollte. Okay, auch Bambus. Hat natürlich jeder dran gedacht. Krass, ja. Krass, was baut Joris sich denn? Bevor ich euch zeige, was ich mit diesem Wasserding hier jetzt vorhabe, so eine Regel hat er sich ganz gebaut. Kurz mein so Shelter wie Fritz. Checken, denn die Wasserlinie ist enorm weit draußen. Und ich habe vorhin schon gesehen, dass es bis zu den Blättern geschwappt hat. Also sehr, sehr... Ey, was er sich hier für so einen Tisch gebaut hat, ne? Sehr, sehr, sehr hoch. Dann gehen wir doch da gerade mal kurz gucken. Okay. Also, was sehen wir? Wir sehen, dass das Shelter komplett überschwappt wird, sich aber nichts bewegt. Es verrutscht gar nichts. Ja, das Shelter ist sicher. Vielleicht nicht, wenn es regnet, beziehungsweise nicht, wenn Flut ist, aber sonst ist dieses Shelter Bombe. Ja, bin happy damit. Uiuiui. Ich darf hier nicht runterfallen. Wenn ich hier runterfall, wäre scheiße. Ja, weiter geht's mit der Challenge. Okay, Testrunde. Also er hat das ähnlich wie Fritz. Dass es gerade so hoch ist, das Wasser. Ähnlich wie Fritz gebaut. Boah, das ist ein Haufen Wasser. God damn. Okay. Okay. Habe ich irgendwelche Risse im Boden? Niet, habe ich nicht. Das ist sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir versuchen es einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Take jetzt. One. Weil da geht ja einiges raus, wie man jetzt schon sieht, auch wenn das über das Köpfchen hält jetzt. Okay, ja. Oh, doch, das ist schon einiges. 2,5 Liter. 2,5, okay. Ja, nicht so gut. Das hier sind ungefähr 20, oder nicht? Alles gut, Joris? Können wir dir helfen? Hallo? Hallo? Shelter kaputt. Ich sag Shelter kaputt. The Shelter is gone, man. Show it. Yes. Oh. Das sieht gut aus. Ja. Das Wasser war gerade bis zu meiner Hängematte. Oh, okay. Schon wieder. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Nee. Da ist komplett der Popo nass. Popo nass. Nee. Wie bitte? Was geht denn heute ab? Ja, da kannst du nicht schlafen, so Junge. Geht nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh, aua. Ja. Der gute Palmenwedel. Boah, das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich bei Joris da noch. Der muss umbauen, glaube ich. Oh ja, so gut. Wir sehen einen gut verarzteten Fuß. Mein Fuß jetzt aus. Ich habe da jetzt Jodcreme drauf gemacht, Tupfer und dann diesen blauen Verband, weil ich... Digga, der Fuß muss ich auch denken, 3 Tage halb gestorben, auf einmal bekommt er so die beste ärztliche Hilfe des Planetens. Diese Dinge einfach liebe, weil die super easy sind. Wichtig. Ja, und jetzt kann ich das einmal am Tag wechseln. Ganz ehrlich, sieht doch mods stylisch aus. Ich hatte gerade Durchfall. Oh! Sabrina, ich mag ihre trockene Art einfach gerne. Ich mag ihre trockene Art. Schön, ja. Ich hoffe, zumindest normalfarbend, nicht so wie bei Sascha. Crazy ist, weil ich dachte, nach 4 Tagen nichts essen, ist nichts mehr im Magen. Waren die Reste? Drin. Reste müssen auch raus. Aber ja. Kam jetzt nicht viel. Aber es kam was. So, ich habe jetzt hier meine 4 Gefäße
Und ich werde jetzt das allererstes Mal austesten, welches okay. am meisten... Also Sabrina geht dann auf die Muschel und wird wahrscheinlich eher den hinteren Platz belegen. Aber ich hätte auch Kokosnuss oder Muschel hätte ich genommen. Ich wäre lost gewesen. Also im ersten Test ist das hier der Winner. Okay. Ich würde gucken, ob man die kombinieren kann, die Muscheln. Ineinander stecken kann, aufeinander stecken kann. Halten. 130 Milliliter. Mein Magen. Ich muss schon wieder Durchfall. Und schwindelig ist mir auch die ganze Zeit ununterbrochen. Kreislauf kommt dazu, ja. Flüssigkeitsverlust natürlich noch mehr jetzt. So, ich fange jetzt an, mir noch mal ein paar Lattenroste zu sägen. Meine Säge ist mittlerweile schon total zerrostet. Oh, bei Säge habe ich immer so Angst, dass man sich verletzt aus irgendeinem Grund. Und ey, wie gesagt, die Folge heißt immer noch Code Yellow, ne? Ich habe echt Angst, dass sich jemand doll wehtut, muss ich sagen. Ich hoffe es nicht. Ich habe richtige Kreislaufprobleme. Mir wird die ganze Zeit immer wieder kurz schwindelig. Obwohl ich eigentlich trinke, aber von dem Trinken kriege ich ja auch wieder Durchfall. Also es ist ein Kreislauf. Boah, Kacke. Keine Ahnung, ob ich es tue oder ob ich mich hier noch weiter durchkämpfe. Oh ja. Aber ich lasse euch jetzt einfach mal kurz an meinen Gedanken teilhaben. Und zwar ist es jetzt das zweite Mal in der kompletten Zeit. Sie sieht gerade auch echt gar nicht gut aus, ne? Also man merkt wirklich... Boah. Dass ich überlege, mich abholen zu lassen. Zumindest heute Abend. Das erste Mal war am ersten Tag. Krass, echt? Wo ich, ja, so ein bisschen traurig war. Und an meine Familie gedacht habe, das war einfach Heimweh. Und jetzt aber mit dem Durchfall und Kreislaufprobleme. Und jetzt ist es so, dass es mir einfach richtig schlecht geht. Ich habe Kreislauf, ich habe Durchfall. Ja, und die Kälte noch. Die Kälte noch ist schon hart. Mein Herz pochert. Der Fuß noch, die Splitter. Ich kann das nachvollziehen. Sabrina hat viele Probleme gerade. Ich kann schon was trinken, aber ich habe das Gefühl, dass das wieder den Durchfall begünstigt. Und egal welchen Schritt ich gehe, sobald ich einmal stehe, wird mir schwindelig. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich Kreislaufzusammenbruch kriege. Safe, also ganz kurz jetzt, wie gesagt, ich kann das voll nachvollziehen. Sie hat so viele Problemstellen gerade, die und auch mentally hatte sie ja auch Probleme, die gerade irgendwie sie pieksen. Und Kreislauf ist wirklich gefährlich. Ey, dann rutschst du einmal weg, Stein, Platzwunde oder Schlimmeres. Deswegen. Und dann Schlimmeres passiert. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. So sieht das jetzt aus. Ich habe das nochmal alles vernünftig hingelegt. Ich höre schon gerade Fritz' Stimme. Das muss man miteinander verknoten. Das muss man festmachen. Ja. Das ist wirklich Fritz. Ich habe keinen Bock, mir Schnüre zu besorgen. Krass, ja. Crab! Eine Krabbe. Dead. Ich würde die nicht essen jetzt, ne? Crazy. Macht sie aber auch nicht. Hat ja auch gar kein Feuer. Na, die lebt auf jeden Fall nicht mehr. Krass, aber sie ackert noch weiter am Shelter jetzt, ne? Crazy. Ach. Sieht gemütlich aus. Oder gemütlich her zumindest. Also es ist ein bisschen weicher, definitiv. Es polstert ein bisschen ab. Ich überlege, ob ich sie noch irgendwie ein bisschen näher zusammengeschoben bekomme, dass die so ein bisschen ineinander, mehr ineinander zurren. Ich weiß, man könnte es auch flechten, aber ich lasse das jetzt so. Weil ich halt merke, rechts und links bin ich halt super gut gepolstert an den Armen. Nur halt in der Mitte, da ist es halt noch relativ hart. Das versuche ich jetzt nochmal, aber ansonsten würde ich das jetzt erstmal dabei belassen. Boah, ich bin echt gespannt, ob Sabrina drückt oder ob es doch Nova wird oder keine Ahnung, jemand ganz anderes. So, wir geben nicht auf.
Ich würde irgendwie sehr gerne die 10 Liter knacken. So eine psychologische Grenze. Das ist gerade so verwirrend für mich gewesen, dass der Sound so klar ist und die Kamera so weit weg. Aber Otto hat halt oben noch eine Kamera und dieser Sound wurde genommen. Von einer Kamera, die er am Kopf kleben hat. Ich war gerade ein bisschen verwirrt und dachte, wo ist das Ansteckmikro, Otto? So. Digga, so ein Ohr. Oh, oh, oh. So. Einmal kurz über den Kopf. Reicht hier. Oh, Friends, mein Kameraakku ist wieder leer. Einmal kurz Cut, damit ich meinen Akku wechseln kann. Ihr wisst Bescheid. So, da sind wir wieder. Jetzt das schnell sein. Sind die ganzen Liter nämlich wieder fort. Oh, bitte. Boah, das ist so mächtig, was Otto da hat. Holy shit. Eins. Ja, das war aber... Er muss es eigentlich hinstellen und genau zeigen, aber... Okay. Pff, wie viel ist denn da drin? Wir sind jetzt schon bei 6 Liter oder so, glaube ich. So. Krass. 350 Milliliter. Also wären es 8,35 Liter. Das werde ich jetzt mal aus. Willst du mich verarschen, Otto? 8,3 Liter. Jungs, wenn hier irgendein kleiner Fehler passiert ist, weil irgendwas nicht richtig laut euren Anweisungen, dann... Tsch, Menge Kraft. Die meinten ja, die sind kulant. Die sind ja kulant, meinten jetzt, sie. Mich irgendwie mein Lager sicher zu machen. Und 8 das so Liter. Zumache, dass die Brecher nicht sofort reinklatschen und nass erwischen, weil das fette Brett hat es gestern schon erwischt. Oder heute Nacht besser gesagt. So, die Frage ist, hilft so eine kleine Minivan schon? Ein bisschen auf jeden Fall. Hilft sie nicht? Also ein bisschen, klar. Der Test ist vorbereitet. Alle Sachen hier in Sicherheit gebracht. Mhm. Holzplanke beschwert. Kleine, leider nur kleine Mauer gebaut. Jo. Und so hoch war es, glaube ich, in der zweiten Nacht. Vielleicht noch ein Tickchen näher. Da kam es, glaube ich, bis da vorne. Die erste Welle schoss schon einmal drüber über mein schönes Holzbrett hier, meine Planke. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon gesehen bei Joris, kleiner Steinhaufen, dass es sehr nah kommt. Ist ein Lächeln für die. Ein müdes Lächeln für die Welle. Ja. Boah, krass. Ja. Viel fehlt dann nicht mehr. Bis wir Evakuierung machen. Das ist halt die Frage, wer von euch hätte auch Bock auf so ein Zuhause? Damit die Füße hoch tun muss, damit es nicht nass wird. Aber Otto immer so eine Frohnatur. Immer am Lächeln, der Mann. Meine Ausbuchtung hier. Die möchte ich verteidigen bis zum Schluss. Ich muss jetzt, glaube ich, demnächst mal mein Bett festbinden, damit es nicht flöten geht. Boah, die war hart, die Welle schon, ja. Also jetzt, glaube ich, haut das noch hin von der Höhe. Aber so schnell, wie das die letzten Nächte gestiegen ist... Schwierig. ...dürfte ich wahrscheinlich heute Nacht dann im Nassen liegen. Boah! Ja, 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 ja. Das ist schon beeindruckend und... Krass. Naja, beängstigend nicht, aber doch ein bisschen. Beängstigend und beeindruckend zugleich, was Wasser für eine Kraft hat. Ja. Ja, da muss der Mann muss umziehen. Das sieht so aus, als müssten wir uns eine neue Bleibe suchen. Ja. Zumindest mal für die Flutzeit. Fritz. Okay. Ich bin auf sein Gefäß gespannt jetzt. Oh. So, du am Kopf warst. Okay. Er verliert halt massiv Wasser, ne? Also er hat bestimmt einen Liter verloren, aber es, oh mein Gott, es ist trotzdem noch sehr viel. 4,1 Liter. Also genau die Hälfte von dem von Otto. Genau die Hälfte von Otto. Wir haben damit bei der Challenge schon mal 4,1 Liter gesaved.
Fassungsvermögen von dem Ding sind wahrscheinlich eher so 15 Liter. Aber ich wollte diese Technik mal ausprobieren. Mir ist übrigens beim Arbeiten mit dem Bambus hier hinten eine Griffecke rausgebrochen. Hm. Darf eigentlich nicht passieren. Hier ist leider jetzt ein bisschen scharfkantig, ist nervig. Aber ja. Okay, aber er macht noch weiter. Fritz gibt nicht auf, der will die 10 Liter knacken, ich sehe den doch. Ich sehe es doch. Da ist Fritz halt zu ehrgeizig für, dass er sich damit jetzt zufrieden geben würde mit diesen 4 Liter. Die ja schon gut sind. Ja, das wird jetzt so wie bei Otto sein. So. Das war über dem Kopf. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Nee, ach, so eine Kackscheiße. Also, er macht das nicht smart, das Reinkippen macht er nicht smart, in my opinion. Also, ich weiß, es ist schwer, das gut zu machen. Ja. Er muss das anders machen, das Reinkippen. Weil er verliert ja die Hälfte. Okay. Ich muss mir erst eine Technik überlegen, wie ich das ordentlich mache. Ja. Es hapert nur am Reinkippen bei ihm, weil sonst ist es gut. Ja. Oh nein. 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 Och Mann. Fritz, da war er kurz ein bisschen zu energisch. Kurz ein bisschen zu energisch auf den Boden gehauen. Ich hatte die Überkonstruktion gebaut. Mit hoch, damit ich das da... Ach, Scheiße. Ach, das tut mir echt leid. Der Mann. Okay, jetzt muss ich nochmal angreifen und das andere holen. Das ist gerade zerplatzt. Hat hier mit so einem Seilzug alles vorbereitet. Hier eine extra Halterung gebaut. Alles mit Steinen beschwert. Damit man das hier richtig geil einhacken kann. Klack. Hier einen Winkel... Hier, wäre das Ding. Ich glaube, da will Fritz aber zu viel einfach. Da will er zu viel. Zum Ausleeren. Ich wollte zu viel. Ja, 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 ja. Okay, Gefäß Nummer 3. So, auf jeden Fall. Ja, guck mal. So muss er es machen. Da wird auch ein bisschen was daneben gehen vielleicht, aber genau so muss es sein. Ja. Genau so und nicht anders. Richtig gut jetzt. Ist halt anstrengend, das zu halten die ganze Zeit auch, ne? Eins. Smarte Halterung auch mit dem anderen Bambus da. Smart. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 6 Liter dann. 6 Liter. Zwölf und ein bisschen was zerquetscht. Okay, also 6 Liter und ein paar Milliliter. Das war's. Das waren 12. Und somit sind wir bei 6 Liter. Okay. Vorhin 4,1, jetzt 6. Ich bin gespannt, ob sich dieser ganze Mehraufwand, die letzten Stunden, völlige Zerberstung, gelohnt haben. Oder ob ich einfach immer noch auf dem gleichen Platz wäre. Aber ist egal. Ich glaube ja. Ich glaube, du wärst auf dem gleichen Platz. Ich habe vergessen, wie viel Joris hatte. Joris hatte irgendwas mit 2 Liter, right? Joris hatte irgendwas mit 2 Litern. Es ist derselbe Platz. Es ist tatsächlich, stand jetzt zumindest, derselbe Platz, der zweite hinter Otto. Ich habe alles gegeben. Der zweite Platz immer noch. Ich habe 1, 2, ich habe 4 Varianten. Hier ist auch noch eine 2er. 4 Varianten ausprobiert in verschiedenen Techniken. Ja. Life begins. At the end of your comfort zone. So, jetzt muss ich mich hinlegen und erstmal mindestens einen halben Liter trinken. Ich bin richtig am Arsch. Okay. Stimmt, es wird wieder Zeit. Ganz vergessen, es wird doch schon wieder Zeit, Freunde. Tag 4, ja? Noch 3 Umschläge. Noch 4 Nächte. Ja, Knossi denkt gut, er denkt gut. Tag 4, noch 3 Nächte, zack, zack. Noch 3 Kippen. Vielleicht ziehe ich die auch einfach durch jetzt. Ich glaube, ich ziehe die runter, ist egal. Dann bin ich einem im Rückstand. Ich denke mal so, weißt du, ein Tag vor Abholung,
Den Tag schaffe ich. Weißt du, was ich meine? Komm, die gönne ich mir. Ich habe am ersten auch ausgelassen. Nee, am zweiten Tag habe ich eine ausgelassen. Komm. So halten die Kippen länger. Wenn ich sie hier reinhalte, kriegt sie keinen Wind ab. Ist bestimmt ein Zügchen mehr. Feier. Straßenschlauheit ist das, ja? Oh, mir ist richtig schwindelig. 3 Zigaretten habe ich noch. Ich komme dabei echt, muss ich echt sagen, vor. Wirklich unangenehm. Das glaube ich ihm. Eigentlich ist mir nie was unangenehm, aber ich habe die in meinem Hemd geraucht. Das kann es ja echt nicht sein. Ja. Mir ist richtig schwindelig, ich habe richtigen Schock. Jede von den Kippen habe ich bis zum Filter runtergezogen. Ich bin kein Survivor-Outdoor-Mensch. Ich bin einer, der einfach jetzt überlebt. Mit den Kenntnissen und mit dem, was ich habe. Da hinten laufen die Krebse, guck mal, die Süßen. Hey Krebs! Hey Crab! Hau dich ab, Crab! Hey Crab! Oh, wow, Junge, wie schnell! Wie schnell die sind! Hey Crab! Ah, wie süß! Wie süß das ist, Mann! Ich gehe jetzt ins Wasser. Wie süß war das? Ich gehe jetzt mal mit der Taucherbrille rein. Weil jetzt ist Ebbe. Vielleicht schaffe ich es jetzt echt mal ein bisschen reinzulaufen. Ich gehe mit Doppelcam. Dieser Mann ist bereit für alles. Dieser Mann ist bereit für alles. Wenn beide GoPros verrecken, bin ich am Arsch. Das habe ich gebraucht, wirklich. Oh Mann, danke. Sonne auch ein bisschen, ja. Ein bisschen Sonne mal. Wirklich, danke. Ich habe echt Angst. Ich will in nichts reintreten. Ich kann aber auch nicht mit Schuhe gehen. Oder einfach mal einen Blick ins Wasser. Ist halt wichtig, dass Knossi auch was macht, ne? Stachelroch auf Boden, wichtig, und dass, mir Schwanz ins Bein. Dass er was macht. Bitte nicht. Langsam geht. Oh, das Wasser ist, die Flut ist krass. Junge, ich wäre da nicht reingegangen dann. Abbruch. Knossi, Abbruch, okay, vielleicht. Abbruch. Das zieht mich raus, Alter. Ja, ja. Ich hab da Angst vor. Ja, ja. Die Sau zieht mich raus. Safety first. Oh, heute. Oh. Ich fühle mich gerade echt gut. 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 Back. Vielleicht letzte Kippe hier? Auf dem Thron. Auf der Insel? Ich lebe den Scheiß jetzt. Ich lebe den Scheiß richtig. Ach, Mann. Das sind Aufnahmen, dass wir das sehen dürfen. Danke. Das ist auch der Moment. Ich habe zu Sascha gesagt, nach 3 Nächten kommen noch mal 4. Oh je, Sascha! Ich finde es ein bisschen süß und ein bisschen traurig, dass Knossi noch so an Sascha denkt und Sascha nicht so an Knossi. Also Sascha hält es zumindest nicht fest mit der Kamera. Aber wir haben ja auch schon gesehen, Sascha hat wirklich andere Probleme. Ne? Der Mann, das kommt aus allen Löchern gefühlt bei ihm. Da kommen noch mal 4. Noch mal 4. Oh, das wird krass, ja. Wird hart. Wird hart. Auch smart, dass Knossi sich nur eine Strichliste das macht. Würde ich gerne Mittagsschlaf machen, aber jetzt ist auch das erste Mal, dass ich Hunger kriege. Okay. Oh, auf ein schönes Bifteki. Oh, ja. Mit Schafskäse gefüllt? Ja. Dünne Pommes dazu? Ja. Gesalzen mit normalem Salz? Ja. Tzatziki? Ja. Tomate und ein Gürkchen noch dabei? Ja. Ein Beilagensalat? Ja. Zwiebeln. Und eine 0,5 Liter Spezi mit einem Schuss Zitrone. Ja. Von meinem Lieblingsgriechen. Ja. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ich hätte da nicht drüber nachdenken dürfen jetzt. Und bin ich ein Arschloch, echt. Sogar ich hatte eins Bock drauf bekommen. Also wie er es beschrieben hat, ich hab's geschmeckt. Bifteki machen die in Griechenland, by the way, nicht mit Schafskäse gefüllt. Was ich komplett schwachsinnig finde.
die deutsch-griechischen Restaurants. Ich komme bald. Knossi, erstmal Tipps so geben, dumm, wie man es macht. Jetzt denke ich die ganze Zeit nur daran. Ich wollte meine Schuhe da vorne auf die Stöcke stecken. Ja. Eine orangene Biene wollte mich jagen. Wo bist du? Zeig dich nochmal. Da! Auf der Insel gibt es die afrikanisierten Honigbienen, auch Killerbienen genannt. Diese sind sehr aggressiv und verfolgen mögliche Bedrohungen über große Distanzen. Werden sie provoziert, greift direkt das ganze Bienenvolk an. Deshalb kommt es verhältnismäßig schnell zu tödlichen Begegnungen. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Killerbienen. Ich kenne so einen Trash-Horrorfilm, der heißt Killerbienen. Krass. Ist das diese afrikanische Biene? Ja, das ist die tatsächlich. Die macht einen tot. Krass. Okay, wir stellen die Schuhe woanders hin. Ja, weg da. Abhauen. Rückzug. Nova, bitte nicht Nova. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, wegen Code Yellow heißt die Folge. No friends. Mir geht's ein bisschen besser. Okay. Aber nicht wirklich. Also mir ist immer noch richtig unglaublich schlecht. Oh nein. Oh nein! Und ich glaube, ich bin fertig. Am Ende meiner Kräfte angekommen. Also ich glaube wirklich. Nova geht! Ich kann nicht mehr. Nova geht raus! Es tut mir so leid für all die Leute. Das war so ein Bait mit Sabrina! Das war so ein Bait mit Sabrina! Die für mich geroutet haben und ich habe so viele süße Nachrichten von euch bekommen im Sinne von krass, ja, dass ich eure Favoritin sei und ich wünschte so sehr, ich hätte mehr performt, hätte mehr gemacht, aber ey, ich muss sagen, ich bin richtig, richtig stolz auf Nova. Was sie hier an Content abgeliefert hat, was sie allgemein abgeliefert hat, wie sie durchgezogen hat, durchgehalten hat. Gestern war ganz schlimm für sie und sie hat einen Tag noch länger gemacht. Ich bin stolz, muss ich sagen. Ich bin keine Survival-Maus und ich finde dafür, dass es halt nicht wirklich mein Bereich ist. Hat sie sich tipptopp geschlagen. Habe ich mich mit 4 Tagen schon eigentlich ganz gut geschlagen. Tipptopp. Und dann werde ich zu Hause sitzen und werde mir denken, oder beziehungsweise werde dann da sitzen und auf die anderen warten und werde mir denken, ey, hättest du nicht noch mehr Biss gehabt? Aber ich kann nicht mehr. Nee, oh Mann. Oh nee, man sieht's echt. Sie kann sich nichts vorwerfen. Sie kann sich nichts vorwerfen. Ich glaube, die Orga-Leute sind auch überrascht, dass bis jetzt keiner holt mich abgedrückt hat, weil es ist der dritte Tag jetzt quasi, dritte Nacht geschafft, so. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ganz viele andere Leute aus der Staffel, die werden jetzt euch unterhalten und die werden für euch da sein. Ey, ich bin richtig stolz, muss ich sagen, echt. Ich glaube an alle anderen Teilnehmer. Sie kann sich nichts vorwerfen. Nichts. Wirklich nicht. Es tut mir leid, dass ich das nicht sein kann. Sie hat top performt. Und ich glaube, ich muss mich auch nicht schämen. Safe nicht. Auf jeden Fall nicht. Weil ich weiß, dass auch in der letzten Staffel gestandene Männer irgendwann nicht mehr konnten, beziehungsweise vor allem mit 7 Gegenständen letzte Staffel. Alle 7 Gegenstände, ja. Das auch da ist, nicht alle die 7 Tage geschafft haben. Ja. So. So, meine Grenze ist hier. Das ist meine Grenze nach Tag 4. Das ist völlig fein, das ist völlig fein. Grenze, beziehungsweise hab sie schon gestern gezogen. Und ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich fertig. Und ich will nach Hause. Och man, ja, ey, bitte drück den Knopf. Zu meinen Freunden. Echt, ja. Safe. Und ich hoffe, mir ist niemand böse. Das tut mir am meisten leid, dass sie so Angst hat schon vor dem negativen Feedback, was aber hoffentlich gar nicht kommen wird. Sie versucht. Weil sie hat alles gegeben. Weil es kann nicht sein, dass ich die nächsten Tage halt nur sitze und meine Seite absitze und die ganze Zeit nur am Heulen bin. Ich meine, was ist das für Content, so?
Und das ist ja nur so auf, ich will mir unbedingt was beweisen, so, und ich will unbedingt allen Leuten zeigen, dass man auch als Mädel die 7 Tage durchziehen kann, so. Aber da denke ich mir, das kann Sabrina für mich übernehmen. Das ist so krass, die Entscheidung jetzt gerade getroffen zu haben, ist einerseits so erleichternd. Hey, das glaube ich aber auch. Aber ich habe halt noch nicht den Knopf gedrückt, so. Boah. Aber ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht. Noch voll die süße Sache. Ich habe gerade in meiner Tasche hier eine Nachricht von meiner Mama gefunden. Oh nein! Och nein, das bricht sie jetzt, glaube ich. Och Mann, wie süß ist das denn? Ach Mann, Mütter. Ey, ganz ehrlich, Mütter sind so süß. Das ist so süß. Hier steht halt, wo immer du mich brauchst, da werde ich sein. Oh nee, das bricht mich jetzt auch gerade. Und? Das bricht mich gerade ein bisschen, Mann. Schau dich um. Wir sind bei dir. Du bist so besonders, Mama. Oh nee, das bricht mich gerade, Mann. Digga. Okay, ich drücke jetzt den Knopf. Krass. Ey, das mit der Mama habe ich gerade gebrochen. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich begleitet habt bei den 4 Tagen. Oder eher 3, ich dabei war. Ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam. Es war eine gute Zeit auf jeden Fall. Ey, die Nachricht von der Mom hat mich gerade echt nochmal gebrochen emotional. Ich weiß nicht, das war so süß, Mann. Ah, okay. Ey, aber jetzt weg vom Emotionalen. Ich find's mega cool, dass wir sehen, wie quasi die Einsatzzentrale die Nachricht bekommt, ja. Ey, was eine emotionale Folge, holy shit. Aber was hast du? Mental kannst du nicht mehr. Okay, könntest du dich Richtung Strand bewegen? Wir sind so ungefähr in 20 Minuten, halbe Stunde da. Bleib mal da, aber bitte im Schatten. Und nicht weinen, wir sind bald da. Okay? Ja, Islam auch so süß. Okay, alles klar, Nova. Bis gleich. Ich glaube, irgendwann kann ich auch auf mich stolz sein, aber ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich habe so Angst auch. Und auch die Isolation, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Also so hier, keine Ahnung, draußen irgendwie Zeit verbringen oder so. Ey, gar kein Problem. Ich bin gerne draußen, zelten, sonst irgendwas, Feuer machen, weißt du so. Es ist gar kein Problem. Das mache ich auch gerne so, aber die Isolation, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Boah. Das geht nicht. Auch allein eben, dass ich am Telefon jemanden gehört habe. Das war so toll. Boah, ja, safe. Ich werde mir jetzt versuchen, also ziehen, meine Sachen zu packen. Boah, ich freu mich so für sie, dass sie jetzt weg kann. Da freue ich mich voll. Scheiße, dass es so enden musste, aber. Lieber so als mit einer schweren Verletzungen oder noch 5 Tage aushalten, die einen dann mental auseinandernehmen. That's how it is. Ich habe wirklich alles gegeben, was ich konnte. Auch wenn es nicht viel ist, aber ich habe alles gegeben. Und das weiß ich. Safe, sie muss das gar nicht runterspielen. Ich glaube, wir sind alle richtig stolz. Ich glaube, wir sind alle richtig stolz auf sie. Aber Nova out. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Einladung, Fritz. Ich habe sie gerne angenommen, auch wenn ich sie nicht so weit gebracht habe, wie ich es gerne wollen würde. Oder wie es andere vielleicht auch gerne gehabt hätten, aber... Ich bin richtig stolz, Digga, sag ich, wie es ist. Da kommt doch das Team. Oh, geil, dass wir das sehen alles. Geil, dass wir das alles sehen. Auf dem Weg zu Nova. Boah, das ist so cool dokumentiert alles. Deswegen schaut euch echt gerne auch meine Reactions an auf die Behind-the-Scenes-Reihe von Dave. Oder guckt die Dave-Behind-the-Scenes-Videos einfach so ohne meine Reaction, wenn ihr wollt. Da kriegt man so einen coolen Insight. Ich kenne alle aus diesem Team jetzt hier und weiß, die haben das geprobt schon, die Abholung. Das ist cool zu sehen. Sie muss sich so freuen, ne, die alle zu sehen.
gerne ein Stück noch, weil ansonsten... Krass. Alles gut bei dir? Och Mann. Alles okay. Wie geht's dir? Mann, geht da doch eine Umarmung, geht doch mal eine Umarmung rein da, hallo. Ist okay, warte. Die Frau braucht eine Umarmung. Setz dich mal noch mal ganz kurz hin. Jetzt sind wir da. Es passiert nichts mehr. Setz dich hin. Ach Mann. Alles raus. Man hat direkt gemerkt, wie ihr Gesicht so hochgegangen ist, weil sie einfach diesen Kontakt brauchte, ne? Dankeschön. Ich habe seit 4 Tagen nichts mehr gegessen. Okay, ich hab schon drüber nachgedacht. Welches Product Placement würde es geben, den Teilnehmern was zu geben, aber natürlich Y-Food, smart, macht Sinn. Ich hab so Hunger. Hä, wie geil. Hä? Also, ach so, ich check das erst jetzt. Ich war so richtig so, oh. Hä, das ist die Edition? No way. Alter. Das ist echt krass, wie gut Nova es mental auf einmal von jetzt auf gleich geht, weil Leute da sind, weil sie reden kann. Leute, bam, bam, bam. Freut mich aber richtig. Man merkt echt, sie ist so ein sozialer Mensch, die braucht das. Das muss auch so geil schmecken. Egal, was sie bekommen hätte, das hätte so geil geschmeckt. Krasse Folge. Wow. Wow. Oh, das erste Mal. Bam, bam, weg. Krass. Wow. Holy shit, Nova ist raus. Es war der größte Bait des Lebens, Sabrina aufs Thumbnail zu packen. Aber dafür liebe ich sie. Jetzt ist sie da auch nur noch als Force Ghost quasi zu sehen, ja. Crazy. Warte, wir haben noch 10 Sekunden. Wird noch irgendwas eingeblendet? Nee, nur nochmal Werbung für Koro Drogerie. Holy shit. Die Folgen werden ehrlich besser und besser und besser und besser. Ich habe angefangen zu weinen bei der Szene, wo sie den Zettel von ihrer Mom vorgelesen hat. Das hat mich irgendwie gebrochen. Keine Ahnung, Mann. Das hat mich echt, das war so krass. Ich habe auch drüber nachgedacht, schon wieder emotional irgendwie. Was eine krasse Folge. Ey, nochmal den größten Respekt, wie gesagt, an Nova, dass sie so lange und so gut durchgezogen hat. Sie hat guten Content geliefert, gerade die ersten beiden Folgen mit ihrem Helm, mit ihrem Stuhl. Keine Ahnung so. Das war, die ersten beiden Folgen mit ihr waren richtig, richtig gut gekonnt, mit Content gefüllt. Und dann, dass sie jetzt eben noch gesagt hat, ey, letzten Tag quasi noch gesagt hat, ey, ich bleib noch eine Nacht länger, die sie ja auch durchgezogen hat. Und dass sie dann gedrückt hat, finde ich mehr als legitim. Und ich bin stolz. Und ich hoffe, sie sieht eine Flut von Kommentaren, die sagen, ey, wir sind stolz, mach dir keine Sorgen. So. Richtig krass, Sabrina hat Erste-Hilfe-Kit geöffnet und Nova ist raus. Was eine krasse Folge, ich sag's, wie es ist. Holy shit. Ich freue mich unfassbar doll auf die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt aufs Behind the Scenes, die nächste bei Dave, ob wir da vielleicht noch mehr von der Abholung sehen. Oder die ersten Stunden, wenn sie wieder da ist. Ey, krasse Folge, ganz ehrlich. Wie gesagt, nochmal dicken Shoutout, dass ihr alle am Start seid. Es macht ultra Bock, mit euch zu gucken. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehen, Freunde, wie immer. Ja, wir sehen uns und ciao.